Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Gerald Asamoah könnte bald als Teammanager bei Schalke 04 fungieren. Urheberrecht Getty Images. Der FC Schalke 04 bastelt angeblich an einer Dreigestirnlösung hinsichtlich der Führungsebene. Als Teammanager soll dabei Gerald Asamoah fungieren. Schalke 04 bemüht sich beim Umbau seiner sportlichen Leitung offenbar um zusätzliches Personal mit Stallgeruch. Für die verstärkte Einbindung von Schalker Ex-Profis wie Gerald Asamoah erwägen die Königsblauen nach der Verpflichtung des neuen Sportvorstands Jochen Schneider, berichten mehrere Medien zufolge, offenbar auch eine Erweiterung der Führungsebene im Lizenzbereich. Dabei wären die neuen Positionen Sportdirektor und Teammanager zu besetzen. Asamoah heißer Kandidat. Laut Bild soll momentan Asamoah besonders gute Karten für das Amt des Teammanagers besitzen. Der 40 Jahre alte Ex-Nationalspieler genießt beim Schalke Anhang Kultstatus und kennt durch seine derzeitige Tätigkeit als Manager des U23-Teams in das Innenleben des Clubs. Er fiebert jedes Spiel mit, das sagt schon viel aus. Er identifiziert sich zu 100% mit dem Verein und ist ein super Charakter, ein Schalker durch und durch, sagte Trainer Domenico Tedesco am Donnerstag. Alles andere kann ich nicht beurteilen. Für die Komplettierung einer Dreigestirnlösung durch das ebenfalls neu zu schaffenden Amt des Sportdirektors gilt angeblich Alexander Rosen. Der 39-Jährige arbeitet in gleicher Funktion beim Liga-Rivalen TSG Hoffenheim und soll die Kraichgauer aufgrund einer Ausstiegsklausel auch vor Ablauf seines noch bis 2020 laufenden Vertrages verlassen können. Metzelder und Böskens im Spiel. Neben dem Rosen und Asamoah kommen einem Bericht der Ruhrnachrichten im Falle einer neuen Struktur des Profibereichs nach dem Rücktritt von Schneiders Vorgänger Christian Heidel jedoch auch noch weitere Kandidaten aus Schalkes Vergangenheit in Betracht. Demnach gelten auch der in Gelsenkirchen lebende Eurofighter und Ex-Trainer Mike Büskens oder auch Ex-Nationalspieler Christoph Metzelder als mögliche Anwärter auf eine der zu Werke bändenden Positionen an den Schnittstellen zwischen Mannschaft und Vorstand.